So Leute, wir sind heute mal unterwegs und zwar nicht im Lost Place, sondern DDR-Geschichte. Ein altes Biogas-Fäulniswerk an einer alten Kokerei. Und wir wollen mal schauen, ob wir jetzt eine Führung kriegen oder ob wir alleine unterwegs sein können. Auf jeden Fall ist eine ganze Menge DDR-Kram hier, den wir uns mal anschauen wollen. Und das wird mein Video halt nicht über ein Lost Place, sondern über eben DDR-Geschichte. Okay, meine Frau geht schon ein bisschen weiter, ich muss mal hier hinterher. Ja. Die Kokerei ist komplett verschwunden. Es ist noch ein grüner Rasen, wie man sieht. Schon lange, schon so über 20 Jahren. Da sind noch die Schächte, wo das Gas da hochzieht, diese Abluftschächte. Aber mehr ist hier nicht mehr zu sehen. So, wie man sehen kann, hier sollte man nur legal aufgehen. Ist ja nicht teuer, 15 Euro zwei Personen. Die Lore dann wurde dann eingehängt, hochgezogen, über die Laufkatze rüber, über den Kühler. Mhm. Und dort wurde das wieder raus in den Kühler rein. Und dann so Leute, hier haben wir dann die Türme, die Biogastürme. Da wurde einfach eine chemische Reinigung drin gemacht von den Abwässern. Da waren Gärungsprozesse drin. Die wurden quasi gefüllt, bestückt und dann lief die ganze Suppe unten wieder raus. Das ist einfach eine riesige Kläranlage, weil diese Kokerei hat natürlich auch eine ganze Menge Abwasser produziert. Und seit die Türme nicht mehr die gleiche Temperatur haben, sondern die Temperatur wechselt ständig, fangen die an auch abzubröckeln. Denn die waren früher immer auf der gleichen Temperatur quasi. Da kann man auch sehen, da wurden jetzt Fenster eingebaut für die Besucher hier. Und da über mir ist so ein Ausgangspodest, kann man drauf gehen. Das ist alles für Besucher gemacht worden. Wir sind in so einem Käfig drin. Oh, ganz schöner Aufstieg gewesen. Thank you.
So, das ist das Absetzbecken von dem ganzen Klärschlamm. Kommt man natürlich nicht rein, mit Goldfischen innen drin. Ja, wie man sieht, VAW Magdeburg. Magdeburger Armaturenwerke. Aber das ist auch nur noch ein Lost Place, den ich ja auch mal verfilmt habe. So Leute, da haben wir auch mal einen echten Pipeline-Molch. Einen Reinigungsmolch. Mit Drahtbürsten. Den jagt man mit Druckluft durch den Pipeline durch. Da ist auch ein dicker, starker Magnet. Da bleiben dann die Klammern hängen. Ja, schön ordentlich. Dann ist die Pipeline wieder sauber. Ja, das ist ein Isolator für eine Hochspannungsleitung. Wahrscheinlich 150.000 Volt. Weil da braucht man eine ziemlich große Luft- und Kriegsstrecke für. Und dafür sind diese Dinger. Die Rippen haben einfach nur den Zweck, die Kriechstrecken zu vergrößern, damit der Strom nicht darüber kriechen kann. So Leute, wir sind hier durch. Ich meine, das reicht für einen Snack gerade mal. Viel steht nicht mehr von der Kokerei und ganz sicher kein Lost Place, sondern ein Sammelsurium von Resten, würde ich mal sagen. Wir ziehen erstmal weiter und suchen uns jetzt mal einen richtigen Lost Place aus und schauen mal, ob ich da einen richtigen Film rausmachen kann.